Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video machen wir mal zusammen Keimfutter für die Wellensittiche, beziehungsweise ich zeige euch, wie ich immer mein Keimfutter mache. Um überhaupt erstmal Keimfutter für die Wellensittiche herzustellen, braucht ihr dafür natürlich auch ein Keimfutter, also eine Futtermischung, mit der ihr Keimfutter herstellen könnt. Da gibt es ganz verschiedene. Ich habe hier jetzt eins von GR Farm. Man könnte es auch mit normalem Wellensittichfutter versuchen, das klappt aber meistens nicht und dann wird das Futter einfach nur schlecht, bevor man es überhaupt verfuttern könnte, beziehungsweise bevor es überhaupt keimt, und dann könnt ihr das einfach nur in den Müll schmeißen. Und ja, also kauft euch besser einfach ein richtiges Keimfutter. Das hier ist jetzt für Wellensittiche. Es gibt bestimmt auch Keimfutter für andere Vögel, je nachdem, was ihr halt für Vögel habt. Und ja, ich habe jetzt eins von GR Farm. Das ist auch schon offen, also ich habe schon Keimfutter gemacht. Aber diese Packung ist noch relativ voll, denn die ist noch neuer. Man könnte sich auch erstmal eine kleine Packung kaufen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, was hier alles drin ist. Also hier sehen wir, es ist La Plata-Hirse, Manna-Hirse, Silberhirse, Dari, Buchweizen, Milokorn, Weizen, Mungbohnen, Nigersaat am Rand enthalten, und somit ist es auf jeden Fall ganz gut. Generell ist in Keimfutter auch halt ein, sind einfach andere Saaten enthalten als jetzt im normalen Futter. Zum Beispiel hier diese grünen Dinger hier sind ja im normalen Hauptfutter für Wellensittiche nicht enthalten. Buchweizen eigentlich auch nicht. Also es kommt natürlich immer darauf an, woher ihr halt euer Futter habt. Jetzt nehmen wir uns einfach ein kleines Glas und da füllt ihr jetzt einfach ein bisschen von dem Keimfutter rein, je nachdem wie viel ihr halt benötigt, beziehungsweise es kommt auch darauf an, wie viele Wellensittiche ihr habt. Wenn ihr jetzt nur zwei Wellensittiche habt, dann würde ich nicht zu viel anbieten. Denn ihr wisst ja, wenn ihr das erste Mal füttert, noch nicht, ob sie es mögen. Und im Notfall müsstet ihr dann halt alles wegwerfen. Also hier seht ihr jetzt mal, wie viel ich nehme. Und ich habe 8 Wellensittiche und das ist jetzt wirklich nicht so viel. Aber es langt auf jeden Fall. Denn was ihr auf jeden Fall auch beachten müsst, ist, dass Keimfutter nicht so lang haltbar ist. Da es ja keimt und quasi feucht ist. Und deswegen kann es natürlich auch relativ schnell schimmeln. Deswegen solltet ihr nicht zu viel Keimfutter machen. So, als nächstes benötigt ihr dann natürlich auch ein Keimautomat bzw. etwas zum Keimen. Da könnt ihr zum einen ein Sieb nehmen oder es gibt auch spezielle Gläser. Ich habe hier so eine Keimbox oder so, ich weiß nicht, wie man das nennt. Und ja, diese muss ich jetzt erstmal noch zusammenbauen. Da kommen hier diese roten Teile durch und ja, also ihr braucht etwas zum Keimen. Dann natürlich das Keimfutter und dieses müsst ihr dann hier jetzt, wie ich zum Beispiel, hineingeben. Wenn ihr das anders macht, müsst ihr immer gucken, dass es flach ist, also dass jetzt die Körner nicht alle übereinander liegen, denn dann können sie nicht richtig keimen. Also am besten so eine dünne Schicht und aber auch nicht zu viele Körner. Einfach, dass die Körner halt genügend Platz haben, genügend Wasser bekommen und sie sollten, wie gesagt, halt nicht übereinander liegen. So, jetzt habe ich alles zusammengebaut und so sieht das jetzt aus. Ich habe jetzt 3 Etagen und auf allen 3 Etagen ist das Wellensittich-Keimfutter. Jetzt als nächstes benötigt ihr dann noch Wasser. Ihr könnt einmal eine Sprühflasche nehmen, wenn ihr das anders macht. Für meine Methode benötige ich jetzt aber ein Glas oder halt Wasser. Und das gebe ich dann hinein, also in die obere Schale hinein. Und hier durch diese roten Clips geht das Wasser dann nach einer Weile nach unten in die zweite Etage, dann weiter nach unten in die dritte Etage und dann ganz nach unten. Das könnt ihr jetzt auch hier sehen.
Also das Wasser von der ersten Etage fließt jetzt in die zweite Etage und dann ganz nach unten in die dritte. Und wenn das Wasser ganz unten ist, dann muss man es entfernen, denn sonst wird es natürlich irgendwann schlecht. Und man muss dann halt mehrmals täglich das Wasser hineingeben, sodass sich der Vorgang dann halt immer wieder mehrmals täglich wiederholt. Und bis das Futter dann wirklich keimt, also anfängt zu keimen, dauert es meistens 1 bis 2 Tage. Aber bis das Futter dann auch wirklich große Knospen hat, sag ich jetzt mal, so dass man es den Wellensittichen verfüttern kann, dauert es natürlich mehrere Tage. So, das dauert jetzt natürlich, bis das Futter keimt. Es ist jetzt feucht und wie gesagt, ich fülle mehrmals täglich dann Wasser hinein und ja, Miezmau wartet jetzt mit mir zusammen. Heute ist Tag 2 und bei manchen Körnern sieht man schon, dass sie langsam keimen. So, ein kleines Update. Wie man sieht, sind die inzwischen schon sehr gut gekeimt. Aber ich warte jetzt trotzdem noch länger, denn es hat noch nicht so viel gekeimt und jetzt lohnt es sich noch nicht, es für die Vögel anzubieten. So, jetzt haben wir Tag 3 und wie man sieht, einige sind schon recht gut gekeimt und haben schon echt lange Halme. So, jetzt ist es soweit und jetzt bringe ich es mal ins Vogelzimmer und biete es den Wellensittichen an. Also wie man sieht, habe ich das jetzt in 2 Tonschalen gefüllt. Ich biete den Wellensittichen jetzt das komplette Keimfutter an, denn es hält sich halt nicht so lang und ansonsten könnte es schlecht werden. Bevor ihr es den Wellensittichen anbietet, solltet ihr auch auf jeden Fall nochmal kontrollieren, ob das Keimfutter gut ist. Denn es kann auch vorkommen, dass es schimmelt oder so, und dann solltet ihr es auf keinen Fall anbieten. Aber das ist alles okay. So, wie man sieht, hat Trico schon das Keimfutter als erster entdeckt. Und ich habe ja diese Weidenbrücke da selber gemacht und Trico liebt sie über alles. Er läuft gefühlt 10-mal am Tag durch den Tunnel durch. Und die anderen setzen sich lieber drauf. Und Trico liebt es, durch den Tunnel durchzulaufen. Aber generell tun alle Wellensittiche die Weidenbrücke echt sehr gut annehmen. Und auch das Keimfutter, wie man sieht. Also alle haben sich dann nach und nach dran gemacht, das zu fressen. Zuerst immer nur ein paar, aber nach und nach kommen dann immer mehr Wellensittiche. Und sie lieben halt vor allem die Gräser. Also ich kann euch nur empfehlen, mal Keimfutter für eure Wellensittiche zu machen, es einfach mal zu versuchen und einfach mal zu schauen, wie es eure Wellensittiche annehmen. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!